So, hallo und herzlich willkommen bei Prada Madej. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben drei richtig gute Bags. Eins von 11x81 Fuß Bag habe ich aufgemacht aus der Premier League. Das war ziemlich gut. Da habe ich Lindelöf gehabt. Also, und noch ein Walkout. Also, zumindest okay. Wir schauen, ob wir da jetzt ein Icon draus ziehen können. Dots meine ich. Da wollen wir auch als 85 Plus Spieler Bag. Damit fangen wir an. Und am Schluss hätten wir noch Dots Bag übrig. So, der 85 Plus Pack war mal nix, das wird der 85er sein. Jo. Und so wie es halt immer ist im Leben. Jetzt machen wir den Dots auf und wenn wir Glück haben, kommen wir dann zum 81 Plus Pack. Das Problem ist, wenn wir jetzt das 81 Plus. Ich hoffe, dass der Dots nicht doppelt ist. Premier League Dots Spieler Pack, das ist ziemlich cool. Das ist eines. Richtig cooles Bag und das ist auch das Highlight von dem Ganzen jetzt da. Garantierte Premier League Dots bekommt ihr, wenn ihr den Cup fertig spielt und eines werden wir heuer noch haben, ein Upgrade Bag. Schau mal, Portugal oder so irgendwas richtig cooles. Oh, Haaland! Nee, Ödegaard! Stell dir vor, das war richtig schlecht jetzt da. Ja, das war leider schlecht. Ja, ich meine, Ödegaard ist ganz okay, aber halt nichts wert. 92er. Super Kicker in echt natürlich. Aber jetzt ist halt nichts, was dem Team hilft, ja. So, jetzt machen wir unser 11-mal irgendwas Back auf. Und inzwischen, von denen habe ich hunderte aufgemacht. Keinen Dots gezogen. So, 11x81 plus Premier League Seite, ein Dots. Noch einmal in. Ja, das ist blöd. Gleich wie beim ersten Mal Lindelöf. Das ist auch witzig. Walkout ist jetzt. Ah, da kommt er doch noch. Ich hab schon gedacht, er hat vergessen. Ja, voll nett, dass er sich dazu gestellt. Noch ohne Board bei seinem normalen Mandel. Ja, schade. Das erste war besser. Das war jetzt nicht besonders. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ödegaard bei mir. Aus dem Dotsback habe ich ein bisschen auf etwas mehr gehofft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück gehabt. Schreibt mal gerne rein, was ihr gehabt habt. Und wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sind wir wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Bad Luck oder Bad Luck. Ich denke, das wird uns in der Dots-Zeit noch öfters verfolgen. Oder im Falle von Bad Luck freudevoll erwarten. Also, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.